Bismillahirrahmanirrahim. Kannst du dir vorstellen, dass Yawm al-Qiyamah Allah dich nicht belohnt? Wunderst du dich dann, wenn all deine Taten zu Staub zerfallen? Du derjenige bist, mit dem das Höllenfeuer entfacht wird? Obwohl du dein gesamtes Leben hart gearbeitet und auf alles verzichtet hast? Du hast gebetet, während andere die Diskotheken füllten. Du hast gefastet, während andere sich die Mägen vollschlugen. Und du hast gegeben, während andere von ihrem Geld für Verbotenes ausgaben. Fragst du dich dann nicht, warum? Warum bin ich hier? Ich habe doch mein gesamtes Leben geopfert. Ja, du hast dich geopfert. Und deine Opfer waren groß. Aber sie waren nicht für Allah. Sie waren für dich, nur für dich. Nur damit die Leute sagen, schaut euch Yusuf an. Er ist wirklich ein Vorbild, eine große Persönlichkeit. Ständig wolltest du den Menschen beweisen, wer du bist. Du hast es geliebt, anerkannt und bestätigt zu werden, wie ein kleines Kind. Aber wusstest du nicht, dass es alles nur eine Einbildung war? Zu glauben, dass sie sich für dich interessieren? In Wahrheit war es ihnen egal, wer du bist und was du gemacht hast. War es das wirklich wert? Hat es sich wirklich gelohnt, den Menschen zu dienen und Allah zu vernachlässigen? Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wer betet, um dabei gesehen zu werden, hat Schirk begangen. Wer fastet, um dabei gesehen zu werden, hat Schirk begangen. Und wer Sadaqa gibt, um dabei gesehen zu werden, hat Schirk begangen.